wie ihr alle drin seid, drückt einer von euch auf den Knopf. Es gibt ein kurzes Rumpeln, die hört erst, ihr seht erst eine innere Tür zugehen vom Fahrstuhl, gefolgt von einer äußeren Tür, die zugeht. Und dann spürt ihr diesen kurzen Moment der Schwerelosigkeit, wie der Fahrstuhl sich in Bewegung versetzt. Und ihr fahrt tiefer hinab in den Berg hinein. Immer weiter. Und es gibt dann einen Rumpf, wie der Fahrstuhl stehen bleibt. Ihr hört erst wieder außen eine Tür sich aufschieben. Die innere Tür sich aufschieben und... Ihr seid in meinem wunderschön gezeichneten Portalraum. Ihr seht diesen längeren Gang. Am Ende dieses Ganges, also dieser Raum, der ganze 9 Meter mal 15 Meter breit ist. Und am Ende dieses Ganges seht ihr dieses 6 Meter, diesen 6 Meter hohen steinernen Torbogen, auf dem irgendwelche Symbole in einer goldenen Lettern eingraviert sind. An der linken Seite, am unteren Ende dieses Torbogens, seht ihr so ein Stück Stein, das so hervorgeschoben ist, aus dessen Inneren so ein wichtiges, schwaches, grünliches Leuchten hervordringt. Ich schicke mir die Fleißbär hin, dass sie sich das Ganze aus der Nähe anschaut. Okay, das Ganze scheint so eine Art Halterung zu sein, aus Stein geschnitzt, in deren Inneren ein Glasröhrchen liegt, in dessen Inneren sich irgendwie eine Art grüner, leuchtender Kristall befindet. Das Ganze hat auch Schienen, man könnte es also eventuell wieder reinschieben in den Torbogen. Und wenn du den weiteren Torbogen dir so ein bisschen anschaust, auf der anderen Seite siehst du einen vergleichbaren Punkt, wo der allerdings schon eingestellt ist, eingeschoben wurde. Das ist ja fast zu gut, um wahr zu sein. Können wir das hier nur noch reinschieben und dann können wir den Weg in die Metaebene nehmen. Oder wie sehe ich das? Schau, was das. Ja gut, dann machen wir das mal. Wenn man viel anderes bleibt, uns auch nicht übrig, ne? Bewegt euch dahin, wo ihr stehen wollt, und wer will den das Ganze reinschieben? Ich schlag vor, jeder von uns würfelt an die 6 und derjenige, der am niedrigsten würfelt, wird entgegenkommen. Ich mach das. Okay. Dr. Stranger setzt sich mal, oder bleibt stehen und zieht quasi die Kontrollen für Krustys Maschinengewehr aus der AR. Und, guckt mal in Richtung des Torbogens. Und gibt gleichzeitig den Befehl an Scratchy, falls uns jetzt irgendwas aus dem Torbogen entgegenkommt, dieses unter Beschuss zu nehmen. Er macht das, Take, du gehst vor zum Torbogen, drückst gegen den, gegen diese Energiezelle, es lässt sich sogar relativ leicht reinschieben, und wie sie drin sitzt, beginnen zunächst die Runen zu leuchten, der Torbogen bildet diesen weiß leuchtenden Riss, der sich dann bildet erstmal so einen weiß leuchtenden Riss, der sich dann ausbreitet und den gesamten Torbogen umschließt oder das Innere des Torbogens ausfüllt und auch den gesamten Raum mit hellem Licht erfüllt. Kurz nachdem das passiert ist, merkt ihr langsam, wie sich die Wände anfangen leicht zu verfärben in bunten Farben. Ihr seht euch selbst, ihr fangt an, irgendwie diese bunten Augen zu entwickeln. Scheinbar seht ihr selber alle gerade irgendwie den Astralraum. Phoenix bemerkt zunächst einmal in seiner einen Tasche das Pergament, irgendwie auf das Ganze zu reagieren. Und das andere, das Schwert, das er an seinem Gürtel hängen hat.
das bisher relativ verrostet war. Der Rost verschwindet plötzlich, zieht sich in das Schwert zurück. Das Schwert bildet wieder diesen Blick, diesen wie neuen Glanz. Und am Griff scheinen irgendwie diese astralen Fasern oder Fäden herauszuhängen, die irgendwie im Wind des Astralraums schweben. Und das ist für alle von euch eine gänzlich neue Erfahrung, die euer verstorbener Kollege Momonga wahrscheinlich sehr viel häufiger mit sich erlebt hatte. Ich muss kurz eine Tür zumachen. Und ihr bewundert gerade dieses gänzlich neuartige Ergebnis, oder dieses gänzlich neuartige Erlebnis, als ihr an den Wänden diese schwarzen, tentakelartigen Stränge erscheinen seht. Und wo der Fahrstuhl war, dieser schwarze, quallenartige Plop erscheint, von dem sich aus diesen Tentakel über die gesamten Wände entlangziehen, den Torbogen umschlingen und den Torbogen umschlingen. Und ich bräuchte von euch, und wie ihr von dieser Gestalt diesen mentalen Schrei ausgehen hört, der direkt in euren Köpfen widerhallt, bräuchte ich von euch allen einmal Initiative. Überraschungsprobe? Nö. Bisschen laut. Ja. Besser so? Ich höre gerade wieder nichts. Ich habe kurz sehr leise was gehört, hab's ein bisschen hochgedreht und dann hat's wieder aufgehört, die Musik. Ja. Ja, so ist besser. Haben alle gewürfelt? Yep. Ratschi bräuchte noch Initiative, wo ich das sehe. Ah ja, die muss ich noch eintragen. Falls sie fleißt bei relevant wird, soll ich für die auch Initiative würfeln? Hat sie irgendeine Art zum Kampf mitzumischen? Nicht so richtig. Dann können wir es uns auch schenken. Einfachkeit halber. Gut, ich hoffe, bei euch läuft die Musik immer noch und das wird entspannter als die Stille, die ich hier habe. Es haben alle Initiative gewürfelt, alle stehen drin. Greedy ist vor Scratchy dran. Dann beginnt zunächst das Mütterchen der Shedim. Und ihr seht die Tentakel, die sich diese nesselartigen Tentakel, die sich um das Portal gewickelt haben, nach dem Portal greifen und so schwarz auseinanderziehen. Und das zuvor weiß leuchtende Portal, jetzt dieses krankhafte schwarze Licht von sich abgibt, das auf seltsame
Beziehungsweise dadurch, dass ihr jetzt alle astral wahrnehmt, ändert das an den Sichtverhältnissen für euch nichts. Aber es ist jetzt nicht mehr hellweiß, warm, sondern kalt, dunkel und kränklich. Das beendet ihren Zug direkt. Das war der falsche Knopf. Ab da. Preet, du bist dran. Ich überlege gerade, könnte ich versuchen, dass ich einen der Tentakel abschieße? Also sind es zwei Tentakel, die an diesem Teil ziehen, oder mehrere? Es sind zwei, die sich lange zu dem Portal hingezogen haben, aber es, die gesamte Gestalt hat etliche Tentakel. Dann bringt es relativ wenig. Dann würde ich mich erstmal von dem Teil ein bisschen wegbewegen, weil mir das Ding echt nicht geheuer ist. Bewegen war ja freie Handlung, ne? Ja. Okay. Dann würde ich mit meinen zwei Einfanghandlungen zielen und peng. Okay, würfel den Angriff. Modifier irgendwelchen? Nö. Das ist ein Nettoerfolg. Yay. Okay, dann haben das 13 Schaden mit minus 7 Rüstungsdurchdringung. Schaden, sagtest du? 13. Du schießt auf die Gestalt, aber deine Kugel versinkt kurz in dieser schwarzen Masse und ploppt dann wieder heraus. Okay. Moment. Das war's für mich. Dann ist Scratcher in der Reihe. Ja, Scratchy, wie ein treues Hündchen, folgt dem letzten Befehl, den er bekommen hat. Und das ist, ich weiß nicht, zählt das technisch gesehen, als etwas kam aus dem Portal? Ich würde es werten lassen. Okay. Ja, dann, dann feuert Scratch jetzt mit 6 Kugeln auf die Schiebemutter. Ja, hat 2 Erfolge. Mit 6 Kugeln, sagtest du? Ja. Treffer. Die Kugeln fliegen gegen die Gestalt, aber springen von dieser stickzähflüssigen Oberfläche dieser Kreatur. Sie springen, prallen von dieser zähflüssigen Oberfläche dieser Kreatur ab. Scratches zu. Scratch kann wahrscheinlich sonst nichts anderes gerade machen. Nee. Dann ist Phoenix an der Reihe. Okay, angesagt, Angriff ist freie Handlung, oder? Ja. Okay. Dann hat das Viech Augen. Keine erkennbaren. Das ist diese einzelne schwarze, quallenartige Masse. Stell dir eine schwarze Qualle vor. Schön. Die hier an der Wand hängt. Lecker. Ja.
Okay, dann zielen angesagter Angriff. Also mein Beschabe, das habe ich vergessen zu beschabe, von der Edge. Stellt das unter Main bei ja. Okay, der hat 3. Okay, pass auf. Angesagter Angriff mit Zielen und Edge. Und Ping. Zwei nette Erfolge. Okay, dann sind das 10 Damage mit minus 7 Armor Piercing. Zu sein? Ja. Oder gerade mit dem Wurf von Steve schon relativ lange gedauert. Ja, gut. Ja, da ist es. Wie viel Schaden sagtest du? 10 mit minus 7. Ähnlich wie auch Grits Kugel springt diese Kugel, dringt kurz in diesen Körper ein und ploppt dann wieder heraus. Bringt irgendwo in den Füllen. Nicht so richtig, nein. Ja gut, Krusty kann nichts machen, weil er keine Befehle bekommen hat. Tölk muss richten, ich sehe schon. Der muss mit seinem Fuck of Claymore kommen und dann, ja, hat es der Fall. Ich lasse mal so ein Kofaket schneiden. Das wäre mal so ein Ansatz. Okay, du bist am Zug. Was machst du? Ja, ich würde dann mal runterlaufen. Kann ich dann noch angreifen oder ist es zu weit weg? Wie hoch ist deine Bewegungsreichweite? Mal nachschauen. 14 und 28, wenn ich renne. Dann kommst du da hin. Sogar ein plus 2 auf deinen Angriff als ein Sturmangriff, weil du am Rennen warst. Mhm. Cool. Attack. Dann hauen wir mal raus. Ich hatte 5 Erfolge anzubieten. Das sind 2 nette Erfolge. Okay, ja, dann Armor Piercing minus 5 und 15 Schaden. Haust volle Kanüle auf diese Gestalt drauf, aber auch dein Schwert scheint sie nicht sonderlich zu interessieren. Mhm. Wir brauchen magische Waffen. Ja, Moment. Felix, Moment. Magisch. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ihr kommt bloß damit in den Umgang. Angriff, mit dem ihr die Rüstungsdurchdringung eurer Waffen nochmal erhöhen könnt. Aber ich versuche gerade den nachzuschlagen. Ich finde ihn nicht ganz.
Aber ja, Tag, wenn du da deinen Zug beendest. So. Dann ist Dr. Strange am Zug. Eine Bewegungsreichweite ist 8, ne? Dann nutze ich eine komplexe Handlung und möchte gerne mit Krustys mittlerem Maschinengewehr in einer 6. Ach, was soll der Geist? 10 Kugelsalve einen dieser Tentakel durchschießen. Okay, was wird dein Angriff? Der wie viel Angriff war das jetzt? Ich habe eben wie viel Würfel hab ich gewürfelt. Es hat ihn wieder bisher angegriffen, plus die Drohne. Ja. Das heißt, es müsste der 1, 2, 3, 4, 5. Angriff gewesen sein. Okay, der Takel weicht deinen Schüsseln. Moment. Wie viele Kugeln, sagtest du? Siehst du? Insgesamt. Nochmal, also ich hab die 9 Multiplikator. 10. Autofeuer, 10 Kugeln. Ja, dann feuerst du der Tentakel Genessel, versucht Kugeln abzuweichen, aber eine der Kugeln trifft ihn und wie viel Schaden wird das dann? Je nach Anzahl der Netto, also das wären 11 plus Nettoerfolge. Ich habe keine Würfel, das sind alles Nettoerfolge. Dann wären es 14 Schaden mit minus 4. Den Schaden, sagtest du? Ja. Deine Kugel prallt vom Tentakel ab. Und ich habe den angesagten Angriff gefunden, den ich gesucht habe. Wenn ihr APDS eine Munition geladen habt, könnt ihr einen angesagten Angriff für ganz normal minus 4 ansagen und die Rüstungsdurchdringung eurer Waffe mit der Anzahl an Kugeln maximal 3 multiplizieren. Das ist die neue Rüstungsdurchdringung. Multiplizieren, ja. Also wenn jetzt sag, ich mache jetzt, ich glaube Metall- oder Salvenangriff, also wenn ich da 3 Kugeln abschieße, dann hat das Ding minus 21 Rüstungsdurchdringung. Ja. Okay. Alles klar, ich weiß, was ich mache. Die Idee ist, dass du mit so genau Ziel schießt, dass deine Kugeln alle die gleiche Stelle treffen und sich dadurch multiplizieren. Finde ich gut. Gut, Dr. Danger. Hold in one. Mhm. Ja gut, das war dann mein Zug. Dann ist die werte Mutter dran. Die werte Mutter besucht. Ihr seht diesen Körper so ein bisschen wabern und aus dem heraus stürmt über Tag eine schwarz-grünlicher Gas. Und ich bräuchte von Tag einmal eine Verteidigungsprobe, also Reaktion, Intuition. Mhm. Da hätte ich 4 Erfolge anzubieten. Okay, dann bräuchte ich von dir eine Toxinwiderstandsprobe. Und du kannst
beziehungsweise du hast eine Gasmaske auf. Mhm. Dann bist du tatsächlich immun dagegen, da brauche ich von dir keine Maximwiderstandsprobe. Das heißt, hat sich das Ding doch merkst, gelohnt. Deine Gasmaske plötzlich, nach wie sie diese grüne Nebelwand auf dich drauf sprüht, weil deine Gasmaske sämtliche mögliche Warnhinweise ausspuckt, aber hält. Bitte. Du hast deine Gasmaske, oder? Okay. Jo, genau. Mhm. Ich glaube, wir haben alle in uns gelohnt. Wir haben alle in uns eine Gasmaske auf, glaube ich. Außer mir, weil sich das mit meiner Nachtsichtbrille beißt. Ja, gut. Dann ist die Mutter irritiert darüber, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, die ist ein bisschen zu alt, um Gas und das Konzept für Gasmasken zu kennen. Ja. Beendet ihren Zug und Creed ist in der Reihe. Okay, da ich ja das schöne Attribut Scharfschütze habe, mache ich angesagte Angriffe nicht mit minus 4, sondern mit minus 2. Deswegen sage ich jetzt angesagten Angriff, gibt der Bitch. Mitzielen und ah, der drei. Du bist wahrscheinlich gerade noch im halbautomatischen Modus, oder? Ja. Das heißt, du musst entweder eine freie Handlung benutzen, um den Modus umzustellen auf First Fire oder was auch immer es ist, oder du musst eine Komplexaktion benutzen, um eine Salve abzugeben für drei Kugeln. Kann. Also, wenn ihr auf Burst schaltet, dann kann ich trotzdem auf drei machen, ne? Ja, aber das braucht halt eine freie Aktion. Dann kannst du aber mit einer einfachen Handlung drei Kugeln abgeben. Wir haben ja gesagt gehabt, da hier unten ist nicht mehr Wi-Fi-Empfang für Smart Gun Link-System, oder? Du kannst das mit DNI oder was auch immer verbunden haben, sodass das trotzdem funktioniert. Da hast du halt ein Kabel aus deiner Pistole in deinen Kopf stecken oder in deinen Drohnen oder was auch immer. Dann kann ich es ja, glaube ich, als freie Aktion. Ja, habe ich ja gesagt, du musst das freie Aktion umstellen. Freie Aktion umstellen? Ja gut, dann. Dann kannst du entweder als einfache Handlung zielen oder als einfache Handlung Angriff ansagen. Dann mache ich als einfache Handlung Ziel ansagen, dann pfeife auf Zielen und mit Edge, aber bitte. Gib dir. Ja, mach ja. Sieben. Ums. Das sind vier Nettoerfolge. Dankeschön. Ich würde der Bitch 16 Damage reinhauen mit minus 21 Armor Durchdringung. Mhm. Den hat sie gemerkt, hoffe ich. Ich hoffe auch. Moment, ich muss ganz kurz etwas rechnen. Okay, das ändert sich zu dem. Und dann 16 Schaden, sagtest du? Wenn es 4 Erfolge waren, 16, ja. Gut, Dr. Agreed, du siehst bisher dein letzter Angriff und die ganzen Schüsse deiner Kollegen funktionieren nicht so ganz. Legst an, hältst deine Waffe gezielt fest, planst im Rückstoß ein, deine Waffe so leicht nach unten zu ziehen, sodass mit dem Rückstoß deine Waffe starr bleibt, drückst ab, drei Kugeln fliegen raus, die erste Kugel dringt in den Körper ein, du siehst den Körper leicht nachgeben, aber kurz davor sein, wieder rauszuspringen. In dem Moment schlägt die zweite Kugel ein, drückt den Körper weiter rein. In dem Moment schlägt die dritte Kugel ein, reißt das Ganze durch. Du siehst die Schockwelle durch deine Kugeln, durch den gesamten Körper durchreißen oder durchfliegen und an einigen Stellen den Körper aufreißen. Sieht nicht gut aus. Steht aber scheinbar noch. Sie wird schlaff. Hält sich aber mit allerletzter Kraft noch zusammen. Sag mal jetzt bitte nicht, dass noch genau ein Schadensmonitor überhaupt. Bitte sag mal das. Nö, aber sie hat wieder Regeneration. Hättest sie genau auf Null gebracht, aber sie hat nur Regeneration. Tja. Alter, Zugbinden. Moment.
Bitteschön. Dann ist Scratchy jetzt wieder dran. Ja, Scratchy ist nicht besonders clever, ne? Das heißt, die versucht, die macht das gleiche nochmal, weil sie keinen neuen Befehl von mir gekriegt hat. Sagen wir mal so, Scratchy passt gut in die Gruppe. Auch wieder 6 Kugeln? Ja, die Frage ist jetzt. Ja, wahrscheinlich ist sie nicht clever genug, quasi die, das Loch, das Creed gerade in diese Panzerung reingerissen hat, mit sie zu nehmen. Nicht wirklich. Das hättest du ja einen Befehl geben müssen. Ja. Ah, 2 Erfolge. Das ist ein Nettoerfolg. Ja, ja. Dann kommen da 11 mit minus 6. Vielleicht reicht's ja. Wenn ich nicht gezielt diese Schwachstelle wahrscheinlich die Creed jetzt da reingerissen hat, ins Visiermarkt nehmen kann und Drohnen, ich sag mal so, mit Pilotstufe 3 sind Drohnen nicht clever genug, um von sich aus auf so eine Idee zu kommen. Hm. Ich glaub, wie Schaden sagtest du, Winters? 11, wenn es ein Nettoerfolg ist. Die Kugeln dringen zwar in den Körper ein, scheinen aber keinen weiteren Effekt zu haben. Phoenix. Was war es dann für Scratchy? Wenn Phoenix das Schwert von seinem Gürtel ziehen wollen würde und Telk zuschmeißen wollen würde, so im Sinne von, hey, fang auf, hau damit drauf, was würde das für Aktionen benutzen? Einfache Verhandlung, Waffe bereit machen und Waffe werfen, das ist, glaube ich, auch eine einfache Handlung. Okay. Dann macht Phoenix genau das und wendet dann Zug. Fuck. Next. Tate, gib mir einmal eine Probe auf. Sagen wir Geschicklichkeit und Reaktion. Nee, muss ich es aber. Okay, Reaktionen wären 4. Ja, das ist jetzt so eine halbe Homebrew. Genau. Sache, die ich mir gerade ausgedacht habe. Mhm. Wie ich dich jetzt würfeln lasse. Das wären. Ah, nee, die Schmiede hat hier gebufft. Also 5 und 7. Okay, 12. Dann hätte ich 2 Erfolge. Du siehst zwar das Schwert noch auf dich zufliegen und versuchst es zu fangen, aber triffst es nicht ganz und es fällt vor dir auf den Boden. Mhm. Frosty ist damit am Zug. Ja, Frosty macht genau das, was ihm gesagt wurde. Nämlich gar nichts. Ich brauche eine Zierrasse, ob es noch will. Das bringt's mir. Gut, Kek, du hast ein Schwert vor dir auf dem Boden liegen. Ja, es wäre eine einfache Handlung, das aufzuheben, aber du bräuchtest eine komplexe Handlung zum Angreifen. Das heißt, das kannst du nicht mehr diese Runde machen. Ja. Dann, da ich ja mein Schwert noch hab, versuche ich mal in das entstandene Loch reinzuhauen. Und versuche so wenigstens noch Schaden zu machen. Musst du ja in der nächsten Runde das Schwert aufheben. Genau. Du in der nächsten Runde immer noch nicht mit angreifen. Ja, aber dann, wie gesagt, ich guck mal, vielleicht reicht es jetzt ja, um es zu erledigen. Gut, wie ist? Wie viel, muss irgendwelche negativen Modifikationen? Nö. Okay. Ich könnte jetzt ein Joker-Zitat bringen, aber ich glaube, das sparen wir an der Stelle. Dann hätte ich 5 Erfolge anzubieten.
Das sind drei Nettoerfolge. Gut, dann ja, Armor PC minus 5 und 15 Schaden. 18 drei Nettoerfolge. Genau, 18 dann. Mhm. Schaden hatten wir gesagt. Mhm. Du haust auf sie drauf. Dein Schwert scheint es immer noch nicht wirklich zu beeindrucken, aber ein bisschen einen Effekt scheinst du zu haben. Okay. Dann ist nun Dr. Stranger in der Reihe. Denk, musst du noch seinen Zug enden. Ja. Ich benutze als freie Handlung Nachricht übermitteln und gebe Scratchy den Befehl, es ja auch mit diesem angesagten Angriff zu versuchen als nächstes. Und ja, gut, ich kann jetzt selber keinen angesagten Angriff mehr machen. Und wäre jetzt die Frage, ob ich diese Schwachstelle, sag ich mal, noch gezielt anvisieren kann, wenn ich fast das MMG abfeuer. Oder nicht. Ich hab dir gerade. So, ich glaube, bist du noch da? Ja. Dann ja, kann ich jetzt noch gezielt diese Schwachstelle anvisieren oder nicht, die Creed schon quasi eigentlich im Hauen hat, oder? Das ist in dem Sinne keine Schwachstelle. Der Körper ist einfach geschwächt. Ja. Das heißt, du kannst sie angreifen, aber es gibt ja nichts, worauf du zielen könntest. Ja, dann versuchen wir das trotzdem. Na ja, gut, dann versuchen wir mal mit einer komplexen Handlung Scratchy's MMG abzufeuern im Fernsteuerungsmodus. Mit Edge und 6 Kugeln. Würfel den Angriff. Ich habe keine Würfel zum Widerstehen aktuell. Das heißt, alle Erfolge, die du würfelst, sind Nettoerfolge. Also, Harin. Wie viel Schaden sind das dann? 15 Schaden mit dem Durchschlag von minus 4. Das reicht wahrscheinlich nicht. Man kann es ja mal versuchen. Reicht leider nicht. Die Kugeln versenken wirkungslos in der derartigen Masse dieser Kreatur. Mhm. Dann sehen wir an der Reihe. Sie würfelt nun drauf geschrieben. Das hier. Und ihr seht die Gestalt, die wieder zusammenreißen, sich zusammenziehen, die Stellen, an denen ihre Oberfläche aufgerissen war, wächst wieder zusammen und sie macht wieder erneut den Eindruck, als wäre nichts gewesen. Mhm. Und versucht jetzt einmal, irritiert dadurch, dass ihr Atem nichts gebracht hat, mit einem ihrer Nesseln nach Teg zu schlagen. Bräuchte von Teg eine Verteidigungsprobe mit minus 1, was der zweite Angriff ging des. Dich, diese Initiative, oder diese Kampfrunde. Eins. Okay, dann gib mir einfach mal eine Schadenswiderstandsprobe. Ohne Rüstungsdurchdringung.
Das war nebendran, oder? Bei dem Soak. Ja, Soak dürfte das sein. Mhm. Das wären dann minus einen Schaden, quasi. Der Tentakel haut gegen dich und schlägt gegen deine Rüstung, aber nichts passiert. Das juckt ein bisschen. Ich gucke etwas irritiert. Jetzt wäre so ein Moment, wo du sagen könntest, war das schon alles? Das Kitzel. Du wärst nochmal an der Reihe. Okay, dann gebe ich nochmal Salve ab ohne Edge, aber mit Zielen diesmal. Und schrei währenddessen Zeug zu. Jetzt heb endlich das verdammte Schwert auf und probier's damit. Jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, was der genaue Malus war, aber ich rate mal etwas. 4. Und das sind 4 nette Erfolge. Schön, dann haben das 16 mit minus 21. Gleiches Spiel wie eben, du haust wieder rein, reißt wieder die Löcher in die Kreatur, wieder zusammensackt, aber auch jetzt wieder direkt anfängt, sich langsam zusammenzuziehen wieder. Also wenn die ihr nicht noch mehr Schaden macht, bleibt sie nicht tot. Spreche. Spreche hat einen Befehl bekommen und setzt ihn jetzt um und macht im Prinzip den gleichen angesagten Angriff wie Creed. Ja, so minus 4, ne, für angesagten Angriff. Ja. Aber es wird nur verdoppelt, weil sie nur noch 2 Kugeln im Magazin hat. Das sind 2 nette Erfolge. Ja, dann kommen 12 durch mit, ja, einem Durchschlag von minus 12. Scratchy. Pum, pum. Klick. Scratchy ist leer. Wie viel Schaden, sagtest du, im Rhein? 12. Diese Masse, die Masse kann sich zwar nicht mehr ganz verteidigen, aber die 2 Kugeln von Scratchy können leider nicht genug ausmachen, um da weiter Schaden zu verursachen. Gegenüber dem, was bereits gemacht ist. Hast du jetzt einen falschen Zug beendet, Spencer? Hab ich Phoenix. Ist noch ein letztes Mal dran. Phoenix mit seinem letzten Aktionspunkt stellt die Knarre auch auf eine Salve, 3 Kugeln. Macht den gleichen angesagten Angriff und drückt ab. Alle Erfolge sind jetzt nette Erfolge, weil ich zum Verteidigen habe. Ja, dann haben das 3. Der Damage von dem Teil war 8. I think. Nee, sogar. Nee, 8. Nee. 9. 9. Dann haben das 12 Damage mit minus 21, weil der hat auch abgedreht.
Okay. Phoenix feuert rein, verstärkt das, was Creed verursacht hat, nochmal, lässt die Kugeln im Inneren hängen, nochmal weiter rumfeuern, um weiteren Schaden zu verursachen. Pfeift aus dem letzten Loch, hält sich noch gerade so zusammen. Wir werden sehen, ob sie, jetzt wo sie nochmal dran ist, sich ausreichend regenerieren kann. So, ich rechne das jetzt mal laut vor. Sie hat insgesamt 13 physische Boxen. Wahrscheinlich hätte ich zwischendurch irgendwie einigen Standschaden anrechnen lassen müssen, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Anyway, sie hat aktuell 25 Schaden. Okay. Wie viel Schaden hat sie von Phoenix nochmal? Anders. Sie regeneriert aktuell 13 Schaden. Das heißt, sie ist jetzt bei 15, 12, also gerade so noch am Leben. Moment, was? Weil man hier. Ist schon fast mit ihrem gesamten Balken ist sie im Minus. Die ist im Minus, aber ja, sie genau, regeneriert. Ja, genau. Gesamten Lebensleistung. Also sie wäre jetzt bei minus 12. Jetzt sie ist jetzt bei noch 12 Schaden, den sie hat. Nicht bei minus 12, sondern sie hat jetzt 12 Schaden. Also. Von 13 Boxen. Also. Die sie hat. Also, noch mehr draufholzen. Das kann nicht sein, denn deine Rechnung kann nicht stimmen. Sie hat ja von Creed allein schon 12 geschluckt. Die auch durchgekommen sind. Die hat von mir nicht 12 geschluckt, die hat 16 geschluckt. Sie hatte von Creed insgesamt 14 genommen. Danach also mit schon von okay. Phoenix ist sie auf 25. Oh, ja, jetzt hat sie 13 Punkte regeneriert. Ja, sie dann ist bei mir 20 wieder auf 12 runter. Also, du. Ja. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Sollte ich aber nicht. 25 minus 13 ist 12. Mhm. Ja, aber minus 12. Also die war komplett voll, oder was? Sie hatte 25 Schaden. Hat jetzt 13 nein. Schaden verloren. Ja? Ja, sie hat 12 Schaden, die sie hat. Das ist ja genau. 13 Boxen, die sie hat. Sie hat jetzt noch eine Box, die nicht ausgefüllt ist. Deswegen frage ich ja, sie hat am Anfang von der Runde hat die, oder beziehungsweise den Anfang von der Rechnung. Sie hat das beim letzten Mal wieder komplett auf Null regeneriert gehabt. Komplett, okay, gut. Passt. Also, Unterschied dem merkt, dass sie an Tag nicht viel ausrichten kann und versucht einmal nach Phoenix zu hauen. Ich bräuchte einmal von Phoenix eine Verteidigungsprobe. Hier. Gut, sie trifft. Ich bräuchte also von ihm einmal eine Schadenswiderstandsprobe. Gegen 12 Punkte Restschaden. Ja, dann nimmt er einfach mal geschmeidige 8 Damage, ne? Ja, shit. Der Tentakel haut mit Wucht gegen Phoenix, trifft ihn an der Schulter. Da. Ist wahrscheinlich geprellt oder gezerrt oder irgendwas. Es tut höllisch weh. Aber er steht noch. Nehme ich mal an. Sollte er. Der hat gerade 2 HP. Dann nächste Initiative. Nächste Kampfrunde. Ich bräuchte von allen neue Initiative. Wird.
vergessen, meinen Token anzuklicken, bevor ich ihn zu viel gemacht habe. Ja, du kannst dann manuell dann meinen. Schreib's rein. Ich hab meinen Token in 3. Ich hab dich in die Initiative hinzu. Zu Beginn der Runde. Bevor Creed dran ist, seht ihr, wie hinter euch bei dem aus dem schwarzen Portal sich plötzlich eine zweite schwarze Qualle versucht herauszuzwingen. Kleiner, sie ist noch nicht draußen, sie ist wahrscheinlich am Ende dieser Runde dann draußen, aber sie versucht sich gerade rauszudrängen. Creed, du bist dran. Schön. Sag mal so, da ich ja weiß, dass dieses motherfucking Teil dieses Tor irgendwie korrumpiert, ist mein Hauptaugenmerk erstmal auf dem Scheißding. Deswegen, selbes Spiel wie gerade, ich würde den einen ganz normalen Angriff mit Zielen und angesagten Dingen, bla bla, wieder entgegenhauen. Also dem unteren, dem dicken. Okay, dann für deinen Angriff. Genau, bin dabei. Dann, 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 dann. 4! Du feuerst, aber Gestalt fängt an, sich zu winden und zu ranken und mit ihren Tentakeln rumzufuchteln und schafft es, deinen Kugeln zu entgehen und meisten Kugeln zur Seite zu schlagen und keinen Schaden zu nehmen. Yay. Aber wenigstens der 4-mal. Das sollte schon was passieren. Dann sie hat die gute Mutter dran und sie sieht, dass ihr Schlag gegen Phoenix gerade etwas bewirkt hat und versucht noch einmal gegen ihn zu hauen. Ich möchte von Phoenix eine neue Verteidigungsprobe. Phoenix weicht geschickt zur Seite aus. Yay! Weil ich auf 20 Würfeln 2 Erfolge gewürfelt habe. Das war lucky. Yep. Scratchy ist am Zug. Scratchy macht klick, 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 klick. Auch keine neuen Befehle bekommen. Phoenix. Der bewegt sich ein bisschen weiter weg. Angesagter Angriff, ping ping. Wie viele Kugeln hat er noch im Magazin? Der hat erst einmal einen Burst rausgehauen und nochmal einen Schuss. Also ich denke noch genug für 3 Schuss mindestens. Das ist ein netter Erfolg. Und der Guardian hat im Übrigen 12 Kugeln im Magazin. Dann hat er jetzt 4 Kugeln beschossen. Okay. Dann hat er noch 8. Ja, egal. Warum jetzt noch 5? Warum 5? Also der hat 2 Bursts abgeschossen, stimmt. Das sind dann 10 mit minus 21. Gut, Phoenix feuert rein, richtet sie weiter zu. Sie hält sich hartnäckig. Ja. Take. Du bist dran. Gut, dann hebe ich jetzt mal das andere Schwert auf. Das ist eine einfache Handlung. Mhm.
Das ist eine freie und eine weitere einfache. Also angreifen kann ich nicht mehr. Das braucht eine komplexe Handlung im Nahkampf. Ja. Ja, dann wäre ich aber fertig soweit. Okay. Krusty. Krusty hat keine Befehle bekommen, kann also gar nichts machen. Rachel und Phoenix müssen ihre Initiative nochmal anpassen. Stranger, du bist dran. Merkt, dass hinter mir dieses andere Viech da rauskommt. Die Frage ist, jetzt kann ich den irgendwie, wenn sich da rauszwängen, kann ich ihn vielleicht, wenn ich mit einer Drohne ramme, ihn wieder zurückschicken? Kannst versuchen. Okay, freie Handlung. Nachricht an Scratchy, das Viech rammen. Und gleiche Nachricht an, also ich schicke den gleichen Befehl an, an beide Drohnen, dass sie das Viech rammen und draußen halten sollen. Okay. Ja, dann möchte ich mit einer das ist das Beste, was ich tun kann, ihren Verteidigungspool reduzieren. Das heißt, den Pool der liebenden Mutter mit ja, dann feuere ich mit einer komplexen Handlung Scratchies MMG ab. Und zwar mit 3 Kugeln in die Mutter. Okay. Drei Erfolge. Triffst sie zwar nicht oder kannst ihr keinen Schaden zufügen, aber hältst sie beschäftigt, sodass sie weiteren Angriffen schwerer auszuweichen ist. Ja, das war der Plan. Deswegen habe ich schon 3 Kugeln genommen. Gut, dann habe ich fertig. Bitte, du bist wieder am Zug. Ja, ich probiere denselben Spaß. Scheiß drauf. Einmal die volle Ladung. Die volle Dröhnung mit Edge angesagt, den ganzen Mist. Ich hab so die Schnauze voll von dem Teil. Einfach vorbeigehen. Set at to Earth. You've come to the wrong neighborhood, motherfucker. Das sind 8 Nettoerfolge. Das sind 20 Damage mit minus 21 Armor Piercing. Das sieht nicht gut aus für die Mutter. Ich will es hoffen, weil die geben mir auf den Pinsel. So. Jetzt muss ich ein bisschen rechnen. Sie ist aktuell bei 34 Schaden. Das bedeutet, sie hätte minus 11 durch Wundmodifikatoren. Sie würfelt normalerweise 20 Würfel für ihre Regeneration. Darf dann nochmal 10 drauf addieren, weil die Regeln so sind. Und darf jetzt also einmal 9 Würfel würfeln. Ja. So, sie heilt sich um 11. Ist damit bei 23 Schaden. Das ist über ihrem physischen Limit und sie ist tot. Halle fucking Luja! Grit, im Feuerhagel deiner Kollegen an Tay vorbei feuerst du die letzten Schüsse ab. Die gehen rein. Die Gestalt windet sich und ist scheinbar vor Schmerzen erfüllt. Ihr hört noch mal diesen letzten mentalen Schrei, bevor sie sich anfängt, in diesen astralen Staub aufzulösen und ihre Nesseln sich vom Portal lösen und es wieder diese weiße Farbe annimmt. Und das andere Glibberteil?
das andere Glibberteil zerreißt es, als das Portal sich verändert. Glück gehabt, das hat es nicht rausgeschafft. Also an sich sind wir in dieser Party zu fünft, ne? Dr. Stranger, Phoenix, Telk, ich und meine Sniper. Fuck my life. Das hat... Also das Erste, was Dr. Stranger macht, er lädt seine Drohnen... Er winkt seine... er winkt Scratch heran und lädt ihre Waffe nach. Ja, ich lade auch meinen Sniper nach, weil das war... kugelintensiv. Das Viech, was sich versucht hat rauszuwuseln, das ist jetzt auch mit zerlegt, oder? Das hat's zerrissen, als das Portal sich wieder auf weiß umgeändert hat. Gut. Wieder normalisiert hat. Das hat's nicht rechtzeitig rausgeschafft, zum Glück. Sonst hätte ich es jetzt versucht, mit den Drohnen zu rammen und draußen zu halten und vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit zu kaufen. Aber holy shit, das war ein böses Teil. War das im Regelwerk oder war das selber gedacht? Das ist normaler Schedim. Ich habe mir halt Kraftstufe 10 gegeben. Und dann gesagt, okay, dass sie quasi astral projiziert hat, dadurch, dass das hier mit diesem astralen Tor so ein bisschen wie hin und her ist, da habe ich so ein bisschen mir selbst was zusammengebastelt. Deswegen habe ich ihr auch dann hierfür die gehärtete Rüstung gegeben. Das fand ich hundertprozentig regelkonform, weil sie eigentlich nur besetzen können, aber ist jetzt auch egal. Ist doch wurscht. Ihr habt das weiße Tor vor euch. Was wollt ihr tun? War doch eigentlich eine super Situation für einen Cliffhanger. Ja, ich werde auch dafür. Ich weiß, wann der Cliffhanger kommt. Was wollt ihr tun? Ja, das ist es, weshalb wir hier sind. Wir haben diese Mutter, komische Mutti, vertrieben. Genau. Mir ist gerade nämlich was aufgefallen, was ich halt die ganze Zeit auch vergessen hatte. Und Dr. Stranger tippt irgendwas in der AR, schlägt sich dann mit der Hand vor die flache Stirn, als er merkt, auf Krustys Icon blickt ihm das bringt ihm das Icon einer Zielerfassungsautos an. Ich habe das die ganze Zeit übersehen gehabt, dass ich die gekauft hatte für die Drohne. Naja. Also ich schaue mir dieses Tor an, hier dahin, und ich wenn man das halt so die typischen, meistens auch Horrorfilme kennt oder Actionfilme, ich berühre so ganz leicht erstmal mit ein paar Fingern mit der Hand dieses Tor, wie das drauf reagiert auf diese Berührung. Du fasst es an, deine Hand berührt das Tor, es ist wie fest, wie massiv, also du kannst deine Hand nicht durchbewegen, aber es fängt an, da wo du es berührst, von dort, wo du es berührst, mit Schwingungen auszugehen, als wäre es flüssig. Aber es fühlt sich fest an. Okay, Leute, dann wünschen wir mal Glück. Und ich würde den Arm runternehmen und mit energischem Schritt durchgehen wollen. Du läufst gegen die feste Wand. Was? Phoenix nähert sich euch in dem Moment mal, holt kann die Schriftrolle hervor. Und auf, ich glaube, das muss erstmal hiermit interagieren und öffne diese Schriftrolle mit dem Kompass drauf und hält sie vor das Tor, das nun anfängt stärker zu flickern. Und Creed, wenn du es jetzt wieder anfasst, dann dringt deine Hand gleich durch. Okay, zweiter Versuch. Und wird jetzt einen Schritt nach vorne gehen. Okay, Creed, du machst einen kräftigen Schritt durch das Tor durch und verschwindest dahinter. Tja, dann. Hey, und mein Zeug, das wird nicht auf Instagram hochgeladen. Rein ins Vergnügen! Jo! Mir nach! Ich bin schon drin! Ja, du warst auch nicht gemeint. Und rumpel. Nice bei Scratchy, Krusty und ich gehen durch. Okay, ist da auch durch? Phoenix folgt Dr. Stranger. Genau, dann schließe ich mich dem mal an. Okay, er geht allesamt durch das Tor durch. Sehr grelles Licht, während ihr durchtritt.
Das Licht verschwindet danach. Nach kurzem Moment, ihr kommt gesammelt aus einer kleinen, normal großen Tür hervor und findet euch jetzt in einer Art Taverne wieder. Ihr seht ein Stückchen vor euch diese runde Bar, dahinter rundlich aufgebaut. Ein Tresen, in dem reihenweise Bücher und andere Medien aufgereiht sind. Das Ganze ist... An der Stelle ist der Raum tiefer. Von dem runden Tresen aus geht das Dach dann stark steil hoch. Und wie ihr euch umschaut, die Wände sind zackig, unregelmäßig geformt. Ihr seht mitten im Raum immer wieder diese Wände stehen, die nichts abschließen, in dem dann aber Türen drin sind. Ihr seht an der Wand selber verschiedene Türen. Ihr seht umgekehrte Treppen an den Wänden hoch. Es ist diese ganz skurrile Geometrie, die ihr euch vor euch sehen habt. Und an der Bar seht ihr einen jungen Mann sitzen. Zwirbelbart, Kotelettenkinnbart, langes bräunliches Haar, trägt T-Shirt, Jeans und darüber so einen schwarzen Siffmantel. Er schaut euch an, breitet die Arme aus und ruft euch zu: Willkommen im Enf Corner Reference! Und an der Stelle beenden wir die Folge. Fortsetzung folgt. Cheerio, Chamas.